Heute mal etwas anderes. Da in der letzten Folge so extrem viele Tode entstanden sind und ich sie so gut wie alle rausgeschnitten habe, habe ich mir gedacht, ich schneide es euch hier in so einem kurzen 10 Minuten Video zusammen. Manche davon sind echt lustig. Also gönnt sie euch, lacht darüber oder auch nicht, wie ihr wollt. Ansonsten sehen wir uns dann am Montag wieder. Und jetzt viel Spaß beim Ansehen. Hier? Da hoch? Ah, schade. Ich will den Drehsprung ausführen. Okay, das könnte ich ausgehen. Hier. Oh, so geht's natürlich auch. Einfach neu starten. Aber ich glaube, das mit dem Drehsprung hätte echt funktioniert, weil ich war Ultra-Kriecher. Oder haben die eine galaktische Immunität? Haben sie anscheinend, weil... Oh, ja, er hat mich gerettet. Ich habe den Stern. Er hat mich gerettet. Hätte ich den vorher besiegt, wäre ich jetzt draufgegangen. Weil ich noch gerade so auf ihn drauf springen konnte. Wie nice. Er hat mir das Leben gerettet. Okay, hier muss ich jetzt einfach mit dem Speedpad gerade durch. Oder mit den Speedpads. Alter, die Level werden... Hi! Nein, ich hatte noch den Speed. Ich wollte gerade sagen, die Level werden schwerer. Und das war's mit mir. Ich hatte noch den Speed. Ja, was mache ich hier? Sag nicht, ich habe halt maximale Leben und gehe fünfmal hintereinander drauf. Was ist schon wieder los? Geh du durch den verdammten Block. Perfekt. Nein, ich habe eindeutig einen Weitsprung gemacht. Sowas von eindeutig. Das war sowas von die Tastenkombination eines klassischen Weitsprungs. Geh du machst mir den verdammten Block kaputt. Okay. Improvisieren ist wieder gefragt. Okay, okay. Erst wenn er sich dreht hier beginnt. Nein, Game! Hier. Dieser verdammte Block, ey. Aber das Game, es dreht sich auch nicht. Ich drehe den Stick im Kreis, er läuft geradeaus. Das wird nichts. Oh, verdammte Scheiße, was ist das? Was ist das für ein verdammtes Dreckslevel? Mit diesen Viechern, die sind so nervig. Mann, seid ihr nervig. Voll. Alle besiege. Oh oh, oh oh, das geht hier nicht aus. Ich hasse, ich bin so am Ausrasten, ey. Du! Ich hasse diesen Stern. Der ist so asozial. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ich hab überhaupt nichts gesagt. Nicht ein Wort habe ich zu diesem Stern gesagt. Ich hab ihn. Jetzt lass mich bitte diese verdammte Box da am Ende erreichen. Okay, Plan ist, ich renne los, wenn sie sich umdrehen. Genau. Und während sich die jetzt hier umdrehen, spring ich daneben. Nerving leveln. Ich hab. Nein, ich war oben am Block. Wehe. Du bist so ein Vollidiot. Vielleicht. Mann, ist das ein Scheißstern am Anfang. Einfach. Ich bring die jetzt einfach um. Und sie bringen den Block trotzdem um. Ich bin so am Ausrasten. Du kannst nichts machen. Das ist so ein Scheiß-Level. Was ist da oben? Da ist ein Stempel. Ernsthaft, wie mache ich denn das? Warte, wie habe ich das gemacht? Leb, leb, Mario! Leb! Leb! Ich fürchte, ich bin tot. Wehe, ich muss da jetzt eine Katze holen gehen. Wehe, hier sprung ich. So am Ausrasten gerade. Die Level werden einfach immer schlechter. Ja, und er macht doch den verdammten Drehsprung nicht. Wie oft soll ich den Joystick denn noch im Kreis drehen? Jetzt hier? Direkt nochmal. Mach nochmal den verdammten Drehsprung, Junge. Das Problem ist, auf diesen Plattformen macht er den Drehsprung nicht. Er hat ihn gemacht, aber wurde da gecancelt, weil er gegen die Scheißwand geknallt ist. Kann ich mich hier retten? Nein, kann ich nicht. Nein! Habt ihr das gesehen, wie close ich war? Habt ihr gesehen, wie close ich war? Ich habe ihn berührt.
Mach den verdammten Drehsprung. Ja, ja, natürlich ist die Plattform dann perfekt. Ich dich auch spiel. Finally! Ich hab ihn. Ich darf jetzt so nicht mehr sterben. Sobald ich sterbe, ist er weg. Und da wir den Checkpoint schon hatten, wird keiner mehr kommen. Erst einmal sterben. Ciao, Stempel, der ultra schwer zu holen war. Sobald ich einmal sterbe, darf ich das nochmal machen. Ich freue mich drauf. Nein, tue ich nicht. Komm schon. Lass mich das jetzt abschließen, hier dieses Level. Ohne Tod. Betonung auf ohne. Und es gibt halt im gesamten Level nicht ein Power-Up. Das ist noch so ein zusätzliches Rage-Argument. Das ganze Level kriegst du nicht ein Power-Up. Und da unten ist der Grünstern, Alter. Gib mir den. Ich brauch den. Ich hab ihn. Jetzt muss ich die Drehung überleben. Der Kamerawinkel ist so scheiße! Ich drehe eigentlich komplett im Kreis, aber er läuft nicht im Kreis. Seht ihr das? Das war gerade einfach komplett im Kreis gedreht. Und er springt daneben. Aber die Plattform war nicht so perfekt, dass ich gestorben bin. Das ist mal was Neues. Alter, diese Aufnahme dauert so viel länger, als ich sie geplant hatte, dass sie dauert. Eigentlich wollte ich schon seit einer halben Stunde schneiden. Man sieht, wie gut das funktioniert. Ich stecke immer noch in dem Level fest. Und von der Aufnahmezeit, wenn ich fertig geschnitten habe, wird sich von der Videozeit, glaube ich, sogar noch ein Level ausgehen. Aber das packen meine Nerven heute nicht mehr. Ich habe auch schon keinen Bock zu schneiden, weil ich weiß, es wird ewig dauern, so viele Face, wie ich hier gerade ablege. Nein! Ich hasse es. Ich hasse diesen gottverdammten Stempel. Es ist möglich. Aber es ist halt schwerer als... Es ist einfach schwerer als der Endboss-Fight es war. Und das heißt was, weil der war echt... Der war eigentlich echt einfach. Er macht halt auch nicht den Drehsprung. Dreh dich, verdammt Mario. Und er fällt auch immer komplett runter, wenn er einmal aus dem Rhythmus ist. Mann, das ist so ein Scheißstempel. Hab ich das schon erwähnt? Ich glaube mittlerweile viel zu oft. Wie schlimm dieser Stempel eigentlich ist. Ich hoffe, meine Festplatte reicht für so viele Aufnahmen. Nein, ich hatte den Drehsprung. Das Schwere ist, auf dieser drehenden Plattform den Drehsprung auszuführen. Das ist primär das Problem. Und der Ding am Ende ist auch noch so verdammt nervig. Dieser... Mach ich doch! Seht ihr das? Der Joystick dreht sich permanent. Aber er rennt nicht so, als würde er sich permanent drehen. Ich habe ihn wieder. Okay. Ungefähr 50 Tries later habe ich ihn wieder. Das ist an der Switch-Version auch so viel geiler. Du behältst die Sachen, wenn du sie gesammelt hast. Das ist ein liebstes Level. Das wünsche ich mir für die Wii U-Version. Es ist viel zu spät dafür. Und die Zeit geht mir aus. Ich muss jetzt diesen letzten Stern bekommen. Die Zeit geht mir aus. Sowohl im Real Life als auch in der Welt hier. Oder im Level zumindest. Okay, los geht's. Hab ihn. Dessen rennt er irgendwie andersrum, was auf keinen Fall kreisartig ist. Nein, es bleibt nicht hängen. Bist du eh so hängen geblieben? Oh, ich habe sowas von keine Lust mehr auf diesen Dreck. Wie oft muss ich diesen Stempel noch versuchen? Ich will den ohne Katze schaffen. Das wird mir zum Verhängnis gerade, ich merk's, aber ich will den ohne Katze schaffen. Einfach clever schneiden, damit es aussieht, als hätte ich ihn ohne Katze geholt und das Level zusätzlich noch abgeschlossen. Obwohl clever jetzt nicht gerade meine Stärke ist. Ich meine, ich versuche das hier gerade ohne Katze zu holen, also clever ist sicher nicht meine Stärke, aber ich habe ihn wieder. Wenn man die Technik weiß, ist es von in der Theorie einfach, in der Praxis nicht, weil das Gamepad die Controls nicht so ins Spiel wiedergibt, wie du sie eigentlich tätigst. Weil ich drehe mich ja eigentlich konstant, sollte eigentlich nicht von der Stelle, mich nicht von der Stelle bewegen, ich tue es aber. Genau das ist das Problem. Weil wenn ich mich nicht von der Stelle bewegen würde, wäre es ja verdammt einfach. Aber da ich mich von der Stelle bewege, ist es das nicht. Vorher habe ich wesentlich länger gebraucht, um den zu holen. Also jetzt hier nicht mehr verrecken.
Ich will ja eigentlich direkt jetzt schon runtergehen. Wenn ich das drehe, sollte ich eigentlich perfekt runterkommen. Ja, oder ich bleib oben. Das habe ich auf der anderen Plattform die ganze Zeit versucht. Kein einziges Mal geschafft. Near First Strike natürlich. Ist klar. Ist klar. Okay, hier chillen wir. Wir chillen. Wir chillen. Alles gut. Dann hier rüber. Long Jump. Ho! Ich lebe. Ich lebe. Jetzt hier hoch. Wie hätte mich die Plattform jetzt gerade in den Abgrund geschoben. Komm schon. Ich lasse mich jetzt hier treffen, damit ich die Phase überlebe. Komm schon. Lass das gottverdammte Ende. Oh, hi Rosalina, was geht? Ich bin cool, alles gut bei mir. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich die verdammte Fahnenspitze habe und ich hab sie. Erst so fett durchatmen. Das hat viel zu lange gedauert.